Ich bin aufgewachsen und habe Beatles-Platten gekauft. Und schlimm, aber schön. Auch heute noch, echt super. Und es ging dann weiter mit diesen Rocksachen und diesen ganzen Dingern. Und ich habe das eigentlich wirklich immer geliebt. Und dann habe ich damals irgendwie auf meinem Gymnasium gefahren, da gab es Mittagsdisco. Da habe ich mit meiner DJ-Karriere angefangen. Hey, Bujaka. Und das war dann so das Ding, wo ich sagen muss, das super Musik, das hat mich echt gerissen, also wirklich richtig. Ich habe zu wirklich jeder Situation, die für mich essentiell in meinem Leben war, hatte ich immer Songs, die mich begleitet haben. Und heute, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, gibt es immer noch Sachen, wo ich sagen muss, das war der Song. Das war einfach so dieses Ding. Und ob das Punk war oder House, eigentlich völlig egal, was das eigentlich für ein Genre ist. Sondern da gibt es immer Sachen, die sich wirklich manifestiert haben, wo ich heute sagen muss, das ist ein Teil von meinem Leben gewesen. Und für mich ist Musik, ohne Musik ist es undenkbar. Das Hauptattribut von einem Plattenladen wie der Soundservice ist eigentlich der Treffpunkt von dem, wo Netzwerke entstehen oder irgendwas ist. Und der kommerzielle Aspekt liegt eigentlich wirklich sekundär oder viel, viel weiter draußen. Sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass sich Leute hier treffen, dass man Kontakte macht, dass es einfach Leute gibt, die Musik interessiert sind und sich drüber unterhalten. Ich glaube, dass einfach das liberales Denken für Ulm in Zukunft eine richtig beibehaltene, wirklich richtig große Nummer ist. Und dass einfach Kultur und was jeden bereichert, meiner Meinung nach, einfach ein wirklich wichtiger Bestandteil weiterhin sein sollte in der Stadt Ulm und dass das nicht in Vergessenheit geraten sollte. Eins der Dinge, was mich immer flasht, ist ganz ehrlich als Oma, ist einfach der Blick aufs Münster. Wenn du vor Münster stehst und du guckst diesen Turm an und weißt, dass die Ulmer Bürger dieses Ding gebaut haben, das finde ich unglaublich. Die Leute, die in Ulm sind, die können sich wirklich glücklich schätzen, in Ulm zu wohnen, meiner Meinung nach. Weil sie haben alles, was relevant ist. Sie haben die Natur, sie haben eine funktionierende Stadt, sie haben eine okay Clubkultur, sie haben eine völlig okay Gastronomie. Klar, die Wohnungen waren hier so langsam so teuer wie in München. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also Ulm ist, finde ich, wirklich ein toller Platz zu leben. Das ist für mich schon ein Bestandteil meines Lebens, ganz ehrlich. Und deswegen bin ich auch gerne hier zurückgekommen. Ich bin Ulmer. Mein Name ist Martin Lindner. Ich mache den Soundzirkus seit 25 Jahren. Und das ist sinnlos. Nein, macht Spaß. Also, es ist halt wunderbar. Give her soul away.